This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Das wird heute eine etwas ungeplante Aufnahme, zumindest hatte ich noch nicht geplant, damit anzufangen. Aber die Umstände zwingen mich dazu ein wenig. Ich möchte mich an erster Stelle hier mal kurz eben nochmal deutlich bedanken bei Maximilian, der sich unglaublich viel Arbeit macht, mit dem Buch Romanismus und die Reformation zu übersetzen. Und der auch in anderen Übersetzungsarbeiten seinen Teil hat, nur weil er damit im Augenblick ein wenig in Verzug ist und ich da nicht mit weitermachen kann, weiche ich aus auf diese Aufnahme heute. Ich habe ja angefangen, diese Serie zu machen, systematischer Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Und ich habe da die Einleitungsvideos gemacht, 6 Stück, habe dann das 7. angefangen mit dem Hauptartikel von BuzzFeeds und in dem Artikel ist ein Link zu einem Artikel zu The Guardian. Und da hat mir dann Maximilian den ersten Absatz übersetzt und ich habe gesagt, ja, ich hätte doch gern den ganzen Artikel, der ist wichtig, um damit reinzunehmen. Und er ist da leider mit in Verzug, auch aufgrund persönlicher Umstände und wofür ich mein Verständnis habe. Und deswegen ändere ich eben meine Pläne, um ihm mehr Zeit zu geben, um die Sache, wenn er sie dann schon macht, eben auch vernünftig und ohne Zeitdruck zu machen. Also nochmal Maximilian, danke für deine Hilfe und Unterstützung. Nun bin ich die letzten Tage, und frag mich bitte nicht mehr warum, ich mache halt viele Untersuchungen auch im Internet, bin die letzten Tage auf ein Buch gestoßen von Alfonso de Liguori. Er ist ein Heiliger in der römisch-katholischen Kirche, er ist einer der wenigen Doktoren der römisch-katholischen Kirche und er ist einer, der eine Moraltheologie verfasst hat. Unter anderem bin ich da wahrscheinlich drauf gestoßen, weil ich Recherchen gemacht habe nach Hermann Busenbaum, von dem ich sein Moraltheologiebuch haben wollte, was aber wohl nicht zu bekommen ist. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe mir sein Buch besorgt als PDF, das habe ich jetzt hier vorliegen und da möchte ich heute auch lesen. Und ich möchte diese Lesung einnehmen, jetzt im Grunde als den 7. Teil in der systematischen katholischen Kindesmissbrauchsserie, weil, wie aus den ersten 6 Teilen hervorgegangen ist, die römisch-katholische Kirche
aufgrund dessen, was sie ist, im Grunde an der Basis liegt dieses Kindesmissbrauchs. Ja? Es würde sexuellen und anderen Kindesmissbrauch und auch viele andere Missbräuche, nicht nur von Kleinkindern, sondern auch von Erwachsenen, so nicht geben, wenn es die römisch-katholische Kirche nicht geben würde oder wenn die römisch-katholische Kirche nicht das wäre, was sie ist, nämlich die Synagoge Satans. Und die Moraltheologie von dem Liguori, der ein Jesuit war, erklärt die Sichtweise von nicht nur Jesuiten, sondern eben auch von Katholiken, weil er von der römisch-katholischen Kirche als Doktor der römisch-katholischen Kirche anerkannt ist. Das heißt, seine Lehren werden in der römisch-katholischen Kirche voll anerkannt und sie werden voll gelehrt. Und seine Moraltheologie, vor allen Dingen die Fragen, die der Priester im Beichtstuhl dem Büßer, nenne ich jetzt mal, stellen muss, ob der männlich ist, ob der weiblich ist, ob der Kind ist, ob der erwachsen ist, die Fragen, die da gestellt werden müssen, die teilweise einfach zu pervers sind, um überhaupt wiederholt zu werden hier und überhaupt in ein Video reinzukommen. Mit solchen Sachen wurden die Priester ausgebildet und werden sie wohl auch heute noch, weil vielleicht haben wir hier in Europa weniger mit dem Beichtstuhl zu tun, aber im Rest der Welt, in vielen katholischen Ländern, ist der Beichtstuhl immer noch sehr aktiv. Und die Fragen, die die Priester da stellen müssen, sind immer noch dieselben. Darin werden sie ausgebildet. So, und diese, ja, ich wollte mir das eigentlich mal raussuchen, habe ich jetzt vergessen. Ich lief da vorhin mit schwanger. In Englisch gibt es so ein schönes Wort, das heißt Depravity. Und ich habe gesagt, das muss ich nochmal raussuchen, bevor ich damit anfange hier. Habe ich nicht mehr dran gedacht, denke ich jetzt dran. Also suche ich mir das mal eben raus. Depravity. Diese Verderbtheit, diese Verdorbenheit, diese Verkommenheit, diese Lasterhaftigkeit der römisch-katholischen Kirche, um das mal in den Worten zu sagen, ist da immer noch drin. Und zwar nicht nur im Beichtstuhl, sondern durch die ganze Kirche durch. Jeder, der mit der römisch-katholischen Kirche irgendwie in Berührung kommt, wird mit dieser Lasterhaftigkeit konfrontiert. Und wie die Leute damit umgehen, da gibt es im siebten Teil ein Video von den Zeugen. Und das ist der eine, geht da so mit um, der andere so. Aber die römisch-katholische Kirche vernichtet auf diese Art und Weise Leben. Ja? Sie macht Menschen seelisch, physisch, also psychisch kaputt. Ja? Und zwar für ihr ganzes Leben, wenn sie als Kinder zum Beispiel missbraucht. Aber auch Frauen und Männer, vor allen Dingen Frauen, werden im Beichtstuhl missbraucht. Physisch und auch vor allen Dingen psychisch, aber vor allen Dingen auch physisch. Wie das jetzt genau zusammenhängt, lest mal das Buch von Charles Chiniquy, Der Beichtstuhl. Ja, am besten in Englisch, da ist es vollständig. Im Deutschen ist das Buch nicht vollständig übersetzt. Aber lest das mal. Und bevor ihr damit anfangt und sowas lesen könnt, wollte ich diese Serie machen. Das Heftchen oder das Büchlein, was ich heute lese von Alfonso Liguori, ist nur, ich glaube, 53 Seiten dick. Also nicht besonders viel. Aber es ist eine Bombe, die in den Köpfen der Leute gezündet wird, die sich bis jetzt mit dem Katholizismus auf diese Art und Weise nicht beschäftigt haben. Und ich kann euch ein Ding versichern. Schaut Alfonso Liguori überall im Internet nach. Er ist ein absolut anerkannter, hochgepriesener Lehrer der Moraltheologie in der römisch-katholischen Kirche. Was ich hier vorlese, sind keine Verschwörungstheorien. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und meine Motivation, um das jetzt in diesen systematischen katholischen Kindesmissbrauch in die Serie mit einzubauen, ist eben, weil der Max im Augenblick mit der Übersetzungsarbeit nicht hinterherkommt, wo ich Verständnis für habe, aber ich weiß, dass er das doch noch erledigen wird in der Zukunft. Und weil das im Grunde vom Thema her auch dazu passt, weil eben diese Moraltheologie, diese Moral, da muss man sich vorstellen, dass sie überhaupt das Wort Moral dafür gehen oder missbrauchen, diese Moral der römisch-katholischen Kirche erklärt eben, warum sie für nichts anderes stehen kann als für Missbrauch. Missbrauch von Seelen, Missbrauch von Menschen, und zwar sowohl kleine, das heißt Kinder, als auch Erwachsene und alles, was dazwischen ist im Alter. Ja?
Und deswegen möchte ich gerne mit diesem Buch von Alfonso Liguori beginnen. Das ist hier die erste Seite. Es steht hier oben deutlich drüber, diese Broschüre darf Jugendlichen weder verkauft noch in die Hand gegeben werden. Deswegen sollte man so ein Video eigentlich erst ab 18 schauen. Ich werde aber keine Altersbeschränkung hier von YouTube damit draufnehmen. Ich denke, dass die Leute schlau und intelligent genug sind, um selbst zu bestimmen, ob sie das lesen wollen oder nicht oder sich das anhören wollen oder nicht. Jedenfalls, dieses Buch hier spricht über die Jesuiten im Spiegel ihrer eigenen Sexualethik. Auszüge aus der Moraltheologie, das ist die gottgefällige Lehre von den Sitten des Heiligen Dr. Alfons Maria von Liguori. Nun müssen wir eben natürlich verstehen, die gottgefällige Lehre, da sprechen wir über den Gott in Rom, ja, und nicht über den Gott der Bibel. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Die Sitten des Heiligen Dr. Alfons Maria von Liguori. Hier steht jetzt der Heilige nicht mit bei, aber gleich im Text werdet ihr sehen, der Autor schreibt überall der Heilige, der Heilige, der Heilige. Er ist nun mal in der römisch-katholischen Kirche heilig, aber er ist ein Verdammter, was die Bibel angeht. Ja. Jedenfalls, dieses Bild hier zeigt das wahre Gesicht des Heiligen Liguori nach der Zeichnung eines ausländischen Künstlers. Ich glaube, das war ein Niederländer, da gehen wir gleich am Ende des Buches mal drauf ein. Also, das ist die gottgefällige Lehre von den Sitten des Heiligen Dr. Alfons Maria von Liguori und deren Gefahr für die Sittlichkeit und den Bestand der Völker. Deren Gefahr für die Sittlichkeit und den Bestand der Völker. Da habt ihr direkt die Motivation, warum dieses Buch dringendst gelesen werden muss. Wichtig für jeden Deutschen, Ausrufezeichen. Nach Robert Grassmann 1937 ist dieser Druck erschienen. Auszüge aus der von den Päpsten oder Antichristen Pio Nono, also Pius dem IX. Und Leo dem 13. Ex Cathedra, also unfehlbar von ihrem Thron gesprochen. Das heißt, als aufgrund päpstlicher Unfehlbarkeit für alle Zeiten gültigen, unanfechtbaren und als allein maßgebende Handhabung für die römische Kirche sanktionierten, das heißt unumstößlich festgelegten Moraltheologie des Kirchenlehrers und Heiligen Dr. Alfons Maria von Liguori und die Gefahr dieser Moraltheologie für den nationalen Bestand der Völker, deren Auflösung das Ziel der neuen Weltordnung ist, wie wir inzwischen bestanden haben. Die nationalen Völker müssen aufgelöst werden, damit die neue Weltordnung die wiederauferstandene alte Weltordnung überhaupt fassen kann. Mit kurzer Beschreibung des Lesens dieses Heiligen, seines Wirkens und seiner Bedeutung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Allen ehrlich denkenden Deutschen zur Aufklärung. Zweite Auflage 1937. Ja, allen ehrlich denkenden Deutschen. Diejenigen, die unehrlich denken und die meinen, dass das hier eine Verschwörungstheorie ist oder römisch-katholische Bigotterie oder Hetze gegen Katholiken, die bitte ich direkt dieses Video abzuschalten und wegzugehen, weil die haben überhaupt nichts begriffen davon, was es heißt, wenn man, wie in der Bibel geschrieben steht, die Leute vor Gefahren warnt. Das ist nämlich die Aufgabe dieser Lesung und überhaupt meines Kanals. Ja? Dann haben wir hier das Inhaltsverzeichnis. Da gehe ich jetzt nicht im Prinzip drauf ein. Aber wir sehen schon hier zum Beispiel, die römisch-katholische Kirche verpflichtet jeden Beichtvater zu den unzüchtigsten Fragen an die Jungfrauen. Ja? Mit solchen Dingen beschäftigen wir uns hier in diesem Buch. Deswegen sage ich teilweise erst ab 18. Es geht um die Ohrenbeichte, ja, die Erlösung der katholischen Völker aus dem Verderben der Ohrenbeichte. Das ist dann zum Schluss im Grunde, wie man da wegkommt. Und dann geht es über die Einleitung, geht es weiter. Aber, über Heiligung und Heiligkeit. Aber, wir werden gleich dieses Buch erst auf Seite 45 beginnen, im Nachtrag. Ich fange das Buch also von hinten an zu lesen und das hat einen Grund. Ja. Bevor ich das... Ja, ich mache das erstmal und danach lesen wir dies hier. Aber hier ist ganz wichtig auch mit bei, dass auch hier deutlich mit bei steht, wie dieses Buch zwar ein bisschen zensiert wurde, in der Hinsicht, dass der Autor Robert Grassmann natürlich selbst entscheidet, was er hier mitteilt, aber vor allen Dingen auch, wie ehrlich diese Übersetzung ist, und zwar von römischen Katholiken selbst anerkannt. Aber da gehen wir zum Schluss drauf ein. Wir gehen jetzt runter auf Seite 45
und fangen im Grunde in dem Nachtrag des Buches an. Nachtrag. Hier. So, und dann nehme ich jetzt mal eben nochmal das Bild von dem Liguori bei. Da haben wir zum Beispiel dieses hier. Ja. Heiliger Alphonsus Liguori, Doktor der Kirche. Ja. Er ist ein Doktor in der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, er ist ohne Zweifel, seine Lehre wird, wie gesagt, oben im Buch bereits angeführt, ex cathedra von Papst Pius IX. Und Leo XIII. angeraten und wird gelehrt in der römisch-katholischen Kirche damals und heute. Also, Nachtrag. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben des heiligen Alphons Maria von Liguori. So lernen wir ihn erstmal kennen. Und ich dachte, deswegen fange ich besser mit dem Nachtrag an. So werden wir erstmal verstehen, was der Liguori für ein Mensch war. Und dann beschäftigen wir uns mit seiner römisch-katholischen Lehre. Ja? Also ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben des heiligen Alphons Maria von Liguori. Unter den Hauptstützen des Throns und der Altäre der römisch-katholischen Kirche ist auch der Name Liguoris zu nennen und nicht an letzter Stelle, wie schon vor dem gesagt ist. Dieser Bischof und Heilige, dessen erste und letzte Instanz in allen Dingen der Heilige Vater in Rom war und dessen Leitspruch nur stets der eine war, gehorchet dem Papst, hat ganz im Dienste und im Sinne seiner Kirche ein Lebenswerk vollbracht, an dem Rom noch Jahrhunderte zehren kann und zehren wird. Wichtig finde ich hier diesen Satz. Dieser Bischof und Heilige, dessen erste und letzte Instanz in allen Dingen der Heilige Vater in Rom war, hier verstehen wir schon mal den ganz großen Unterschied zwischen Menschen wie diesem Doktor der Kirche Liguori und einem wirklich bibeltreuen Christen. Weil der Bischof von Rom und der sogenannte Heilige Vater in Rom, eine und dieselbe Person, der Heilige Vater ist der Bischof, der Papst, der Antichrist, das ist hier ganz deutlich eine Anerkennung des Papstes als Gott auf dieser Welt. Weil er für den Liguori die erste und letzte Instanz in allen Dingen ist. Also auch für die Moral, für die Denkweise, für das Gewissen dieser Person, Liguori. Und nicht nur für diese Person, sondern mit dem, was er schreibt und lehrt, wird jeder, der das sich verinnerlicht und nach dieser Lehre lebt und diese Lehre selber lehrt, nimmt denselben Gedankengang an. Für die Menschen ist auch die erste und letzte Instanz ihres Gewissens, ihrer Moral, der Papst und nicht, wie für einen bibelgläubigen Christen, das Wort und das unfehlbare Wort hiermit, die Bibel. Ja? Schon im Jahrhundert vor der Verkündigung der Unfehlbarkeit des, schon 100 Jahre vor der Verkündigung der Unfehlbarkeit des Papstes 1870, hat Liguori sich für dieses Dogma auf das Nachdrücklichste eingesetzt. Denn Rom arbeitet auf lange Sicht. Das wissen wir auch inzwischen. Wir haben es hier mit einem Menschen von einer außergewöhnlichen Stärke des Willens und Vollbringens zu tun, der mit rastlosem Eifer seine Pläne verfolgte und sich auch durch mancherlei Rückschläge niemals aus der Bahn werfen ließ. Er zeichnet sich aus durch einen stets gleichen, unermüdlichen Eifer für seine Sache, welche immer mehr diejenige seiner Kirche wurde. Er hielt sich für fähig und berufen, selbst einen neuen Orden ins Leben zu rufen, und zwar einen Missionsorden, dem Dienste am ärmsten und niedrigsten Volke gewidmet, und wer wollte in Abrede stellen, dass er hier manches Gute gewirkt hat? Womit keinesfalls gesagt sein soll, dass auch wir in die überschwänglichen Lobpreisungen vorbehaltlos einzustimmen vermögen, mit denen er überreichlich bedacht wird. Unter einer Geistesgröße verstehen wir, Gottlob, etwas ganz anderes. Auf den Orden, den er gerichtet hat, das sind die Redemptoristen, da gehen wir auch später noch drauf ein. Diese Moraltheologie, die wir ob ihres Niveaus am liebsten nur mit zwei Fingern oder, wenn sie nicht existierte, zu unserem Glücke gar nicht anzurühren brauchten, scheint aber bei den romanischen Theologen eine so alltägliche und eine so selbstverständliche Sache, Unterhaltung oder Lehre zu sein,
als ob ihnen dabei nichts, aber auch gar nichts Anstößiges auf- oder einfiele. Hier gehen also die jeweiligen Auffassungen weit auseinander. Wir stellen hier einen himmelweiten Unterschied fest. Uns muten diese bis auf die erdenklichsten Fälle und Einzelheiten ausgetüftelten Zerlegungen höchst schamlos an. Und für die davon Betroffenen sowohl als auch die damit Beauftragten in gewöhnlichem Maße entwürdigend und entehrend. Wobei sich bei näherem Zusehen noch die Merkwürdigkeit ergibt, dass sich die Moraltheologen in den wenigsten Fällen selbst einig darüber sind, was ein leichtes oder ein schweres Vergehen in ihrer sogenannten Obhut sich anvertrauenden Sünders ist. Desgleichen darüber nicht, was als Todsünde anzusehen ist. Andere Völker mögen diese Sezierung weit weniger schimpflich und demütigend empfinden, weil ihr ganzes religiöses Denken und Tun mehr in den Äußerlichkeiten Genüge findet. Alfons von Liguori wurde bei Neapel, demnach im südlichen Italien, 1696 geboren und starb unter schweren Gewissensnöten im Jahre 1785 im Alter von 90 Jahren. Mir ist, als wenn mir Gott jedes meiner Worte ins Gesicht schleudere, ist eine seiner letzten verbürgten Äußerungen. Spricht er da von dem Schöpfergott, der ihm einen Spiegel vorhält? 9 Jahre nach seinem Tode wurde er ehrwürdig. 1816 wurde er selig, im Jahre 1839 heilig gesprochen. Antichrist Papst Pius IX, Pio Nono, erteilte ihm die höchste denkbare Auszeichnung, die eines Doctor Ecclesia, eines Kirchenlehrers, und das tat er 1870, wahrscheinlich während des Vatikanischen Konzils. Damit steht Liguori in einer Reihe mit Thomas von Aquino, Bernhard von Clairvaux, Augustinus und anderen. Der Grund für diese außerordentliche Wertschätzung der Schriften des Liguori ist darin zu suchen, dass er in der Hauptsache dreierlei Auffassungen lehrte und vertrat, welche für die Sache der Kirche von ungemein hoher Bedeutung sind. Nämlich der den Jesuiten verwandte Charakter seiner Unterweisungen, wie ebenso deren Moral von der Wahrscheinlichkeit der mehrfachen Auslegung einer Sünde der Nützlichkeit wegen. Dann sein unentwegtes Eintreten für die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter, und wir wissen ja, dass die Jesuiten sich hundertprozentig dieser Himmelskönigin verschworen haben. Zum Dritten sein Verfechten der Unfehlbarkeit des Papstes. In allem, also in all diesen Punkten, sehen wir die Geistesverwandtschaft mit den jesuitischen Auffassungen, wiewohl Liguori dazu überging, seinen eigenen Orden zu stiften, und zwar die Congregatio Sanctissimi Nostri Redemptoris, CSSR, nicht zu verwechseln mit der CSSR, wie wir sie früher in Deutschland kannten, die Tschechoslowakei, das heißt die Genossenschaft unseres allerheiligsten Erlösers. Das ist also der Orden der Redemptoristen. Da möchte ich euch mal kurz eine Webseite von zeigen, deswegen habe ich das hier vorbereitet. Dann gehen wir da mal kurz drauf und dann könnt ihr euch das mal eben anschauen. Natürlich werde ich auf Anfragen auch diesen Link geben und in das Video mit einkleben. Hier lesen wir also aus Österreich die Geschichte der Redemptoristen, Lebensform, Aufnahme und wie man damit Kontakt aufnehmen kann, wenn man da tatsächlich Teil von werden will und so weiter und so weiter. Ne? Den Orden gibt es also heute immer noch, die Redemptoristen, auch in Wikipedia kann man darüber nachlesen, was das ist. Und diesen Orden gründete er halt 1732, also in der Mitte ungefähr seines Lebens. Der heilige Alfons, Entschuldigung, es steht hier so geschrieben und ich habe nicht Lust, jedes Mal zu sagen, oh, ich streiche jetzt das Heilige. Ja, ihr versteht, dass ich das nicht tue. Übrigens, die beiden Autoren, die ihr das Buch über ihn geschrieben haben, seht ihr, die kommen alle beide von der CSSR, also die kommen alle beide aus seinem Orden der Redemptoristen, die das Buch über den heiligen Alfons Liguori, Doktor der Kirche, geschrieben haben. Und wie gesagt, er war selber kein Jesuit, aber er war ein Geistesverwandter der Jesuiten in allen Punkten. Und von daher ist das im Grunde auch nicht viel anders, als ob er ein Jesuit wäre. Nur wenn er ein Jesuit gewesen wäre, hätte er ja keinen eigenen Orden gründen können. Also, Alfons verlangte viel von den Mitgliedern seines Ordens. Schlafen auf hartem Strohsack, stets nur 5 Stunden Nachtruhe, Essen von sehr hartem Brot, von übermäßig gewürzten Speisen,
das Einnehmen der Mahlzeiten kniend, mehrfache Unterbrechung der Tagesarbeit und des Schlafes durch Andachtsübungen, Tragen von Bußhemden und Stachelgürteln, also Selbstkasteiung, wie auch zum Beispiel bei Opus Dei, auch Gewichten, tägliche Selbstgeißelungen, ein sehr strenges Fasten und was sonst dazu dienen mag, das Fleisch und seine Lüste abzutöten, wobei er selbst mit eifrigstem Beispiel immer voranging. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Die geistlichen Übungen nach Vorschriften des heiligen Ignatius von Loyola waren seine Hauptarbeit, wie auch die Unterweisung in diesen. Und deswegen kann man im Grunde mehr oder weniger sagen, auch wenn er jetzt offiziell kein Jesuit war, ja, die geistlichen Übungen, das eben Markieren von Loyola, die geistlichen Übungen von Loyola waren seine Hauptarbeit. Und weil das so ist und weil er selber jeden Tag aufgrund dieser Askese, mit der er lebt, wie wir hier lesen, ja, wenig Nachtruhe, Schlafen auf dem Strohsack, Selbstgeißelung, Unterbrechung der Arbeit durch Andachtsübungen und so weiter und so weiter. Er selbst war ein großer Verfechter, ein großer Fan, würde man heute im Neudeutschen wahrscheinlich sagen, dieser geistigen Übung oder dieser Gehirngymnastik des Ignatius von Loyola und war da sicher so gut drin geübt, wie die meisten Jesuiten das sind. Von daher ist er absolut ein Bruder im Geiste der Jesuiten. Und seine Moraltheologie, die er hier zugrunde legt, vor allen Dingen für den Beichtstuhl, ist ja auch eine, die die Jesuiten vollständig übernommen haben. Die ganze römisch-katholische Kirche hat das übernommen. Viele Wunderlinge, fährt der Autor fort, um diesen heiligen Alfons sind überliefert worden. Zu Foggia in Apulien im südlichen Italien war es, wo ihm während seines dortigen Verweilens als Bußprediger die erste jener Verzückungen zuteil war, deren er später gleiche oder ähnliche noch wiederholt erlebte. Natürlich, wenn ich mit dieser Gehirngymnastik der geistigen Übungen, dieser geistigen Exerzitien mein Gehirn malträtiere, dann bekomme ich alle möglichen, zwischen Anführungszeichen, Verzückungen vorgeschüsselt. Ja? Das ist gar nicht weiter schwer. Dem vor dem Marienbild Knienden erschien die Jungfrau in ihrer ganzen Schöne, und ein von ihrem Haupte ausgehender Lichtstrahl ließ sich verklärend auf sein Haupt nieder. In einer Höhle, in der er zu beten pflegte, erschien sie ihm gleicherweise zu verschiedenen Malen, und sie erteilte ihm Weisungen, wie auch Ignatius in einer Höhle betend ihre Erscheinung hatte, und sie diesen beriet bezüglich des Ausbaus seines Ordens vom Fähnlein Jesu. Die Höhle des Ignatius ist längst als Legende erwiesen. Also hat nicht stattgefunden, ist eine Tradition und nicht die Wahrheit. Von Ignatius wird ja auch gesagt, dass er sich Jesus Christus vorgestellt hat, also dass er in einer Vision Jesus Christus gesehen hat. Und auch den Teufel, und dass er den Teufel hinterhergelaufen ist und dass er den Teufel weggejagt hat. Ignatius dann. Ja? Solche Visionen, die kriegen manche Leute heute, wenn sie diese berühmten Mushrooms einnehmen, ja, diese Pilze, oder wenn sie sonst irgendein gefährliches Zeug rauchen. Aber die Jesuiten schaffen das mit ihren geistigen Exerzitien. Tatsächlich, um dafür zu sorgen, um solche visuellen Ereignisse sich vorzustellen und dann hinterher Stock und Stein zu schwören, das wäre tatsächlich so gewesen. Das ist die Wahrheit, das haben sie so erlebt. Und das ist nur dadurch möglich, weil sie sich eben selbst total verleugnen und einem unreinen Geist hingeben, um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja? Nicht mehr und nicht weniger ist das. Da müssen wir uns von bewusst sein. Ja? Also die ganzen Wunderdinge, die er erlebt hat, kann man alle sehr in Frage stellen, da zum Beispiel auch Ignatius seine Höhle als Legende erwiesen ist und das heißt, dass sie eben nicht so stattgefunden hat. Die Jesuiten sagen natürlich was anderes. So, ne?
Ja, also lassen wir uns da nicht von abbringen. Die Jesuiten werden natürlich sagen, von das ist absolut bewiesen. Die immerwährenden Anstrengungen, fährt der Autor fort, verbunden mit vielen körperlichen Kasteiungen und Abtötungen, schwächten und erschütterten die Gesundheit Alfons in einer Weise, die Besorgnis erregte. Er fiel in eine schwere Krankheit, die ihn an den Rand des Grabes brachte. Und ich füge hinzu, die ihn wahrscheinlich auch an den Rand des Wahnsinns brachte. Der Arzt verlangte schleunigst, die letzte Wegzehrung zu reichen. Alfons aber begehrte, man solle ihm das Bild der seligsten Jungfrau bringen, vor dem er sich dem Dienste Gottes geweiht und seinen Degen niedergelegt hatte. Sobald das Bild zu seinem Bette gebracht wurde, besserte sich sein Zustand plötzlich und er erlangte unerwartet die vollständige Gesundheit wieder. Auch der Teufel kann Wunder tun, wenn es ihm zu seinem Ziele gereicht. Seine Nahrung war karg und einfach wie immer. Wegen einer Schwäche oder wegen seiner Schwäche stellte man ihm an einem Freitag ein gekochtes Huhn vor ihn auf den Tisch. Entsetzt rief er aus: Wie? Heute ist Freitag und ich soll Fleisch essen? Wir wissen ja, in der römisch-katholischen Kirche ist Freitag der Tag, um Fisch zu essen. Ne? Das lernen wir auch in dem Buch von Ralph Woodrow, Babylon Mysterien Religion, aber das werde ich an einem späteren Zeitpunkt mal lesen. Der Obere des Hauses, Pater Villani, sein Seelenführer, wollte ihm begreiflich machen, dass ihm dies wegen seiner Kränklichkeit gestattet sei, also keine Sünde ist. Alfons aber machte das Kreuzzeichen über dem Gericht und siehe, plötzlich war das Hühnchen in einen Fisch verwandelt. Es war aber an diesen Tage kein Fisch im Hause gekocht worden. Dass er auch trotz seines heiligen Wandels Verleumdungen ausgesetzt war, ist an sich nicht weiter verwunderlich. Diejenigen aber, welche an der Verleumdung dieses Gottesmannes teilgenommen hatten, fielen der Strafe des gerechten Gottes anheim. Mehrere starben plötzlich, andere in der Verzweiflung. Die Zunge eines Weibes, das Alfons verleumdet hatte, wurde vom Krebs zerfressen. Bei einem schlug am Tage der Abreise des heiligen Mannes der Blitz ein. Wie zahlreiche Zeugen bestätigen, sah man ihn längere Zeit in der Luft schweben, mit übernatürlichem Glanze übergossen. Auch ist er mehrfach zugleich an zwei verschiedenen Orten gesehen worden, in der Kirche predigend und zugleich in seinem Hause Beichte abnehmend. Also nachzulesen, alles was wir gerade eben die Zitate gelesen haben, in der Lebensbeschreibung des heiligen Alfons, herausgegeben von Otto Grissler, ein Pfarrer in Lengnau in der Schweiz, aus 1887. Liguori ist heute noch der beliebteste und einflussreichste katholische Moraltheologe und Erbauungsschriftsteller. Erbauung, also wenn sich die Katholiken auf diese Art und Weise mit einer solchen Person erbauen, dann dürfte uns ja gar nicht mehr viel wundern. Euch werden noch die Augen überlaufen und die Ohren beim Sehen und Hören dessen, was wir noch lesen in diesem Buch. Um einiges über seine Schriften zu sagen, so bediente sich Liguori bei der Erstausgabe seiner Moraltheologie eines deutschen Namens, des 1600 zu Nottlingen in Westfalen geborenen Hermann Busenbaum, von dem ich ja auch bereits probierte, das Buch festzubekommen, der, Fragezeichen, vielleicht ein Jude war, auf jeden Fall Jesuit, ja, der sich bereits als Sachkundiger in Fragen der Moral einen Namen gemacht hatte. Lehrer der Theologie zu Köln, später Rektor am Jesuitenkolleg zu Hildesheim und Münster. Die Schriften Busenbaums sind wegen der darin enthaltenen Unflätigkeiten in Paris durch die Hand des Henkers öffentlich verbrannt worden. Die Schriften Busenbaums, habe ich probiert festzubekommen, gibt es nur in Latein, nicht ins Deutsche oder eine andere Sprache übersetzt. Ich kann selbst kein Latein. Ich habe aber sein Buch hier. Ich kann euch das eben mal zeigen. Ich habe das in meinem Ordner dieser Bücher hier. Da müsste Busenbaum drin sein, wenn er im Titel drin vorkommt. Hier, Theologica Moralis im Lateinischen. Das hier ist das Werk von Hermann Busenbaum. Hier ist ein Link, wo man das runterladen kann. Hier ist ein Link über den Autor. Und etwas über in Wikipedia über ihn. 811 Seiten, wie ihr seht. Dieses Buch hier aus der Bayerischen Staatsbibliothek, eingescannt im Internet gratis zu bekommen.
La Croix Theologica Moralis. Rückseite. Theologica Moralis anteac ex probatis autoribus bevita consinata haben Hermann Busenbaum. Societatis Jesu, ja, war also ein Jesuit, der Busenbaum, der dieses Buch geschrieben hat. Theologica Moralis, also Moraltheologie. Ja, und dieses Buch kann man halt nur, hier ist das Vorwort, ja, Prefatio, das Vorwort, dieses Buch kann man halt nur in Latein bekommen. 811 Seiten, ich kann selbst kein Latein, aber es wäre natürlich schon mal interessant, um dieses Buch zu lesen. Vor allen Dingen, um zu sehen, was schreibt er hier über Wycliffe, Huss, und Luther zu Anfang. Naja, also es wäre schon interessant, das ganze Buch zu lesen. Ich habe es versucht, ich habe mal ein Antiquariat in Bremen ausfindig gemacht, die auf ihrer Webseite sagten, dass sie das Buch in Deutsch hätten. Als ich dann anrief, haben sie gesagt, nee, das ist ein Druckfehler, wir haben es doch nur in Latein. Und der Antiquar konnte mir das Buch auch nicht in Deutsch oder irgendeiner anderen Sprache besorgen. Also das gibt es wirklich nur in Latein. Ja? Das ist also dieses Buch dann. Nur mal eben dazu, weil wir hier über den Hermann Busenbaum lesen. Ja? Diese Schriften sind wegen der darin enthaltenen Unflätigkeiten durch die Hand des Henkers in Paris öffentlich verbrannt worden. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, welche schlimmen Dinge in diesem Buch standen, dass ein Henker diese Bücher öffentlich verbrannt hat. Ich meine Bücher eines Jesuiten immerhin, ne? Neuere Auflagen der Schriften Liguoris wurden dann mehr oder weniger idealisiert, das heißt vom schlimmsten Schmutze ihrer anstößigen Darstellung und Behandlung der Geschlechtsangelegenheiten gereinigt. Derzeit ist sie aber nach wie vor die Grundlage des moraltheologischen Unterrichts fast sämtlicher katholischer Bildungsanstalten. Und das ist bis heute nicht anders. Ja? Nach wie vor. Das wollen wir noch mal eben hier markieren. Und zwar auch die unbehandelte Version. Also die, wo die Behandlung der Geschlechtsangelegenheiten nicht ausgereinigt ist, dass die Priester in ihren Seminaren bitte die absolute volle Indoktrination bekommen. Von dem Busenbaum wie auch von dem Liguori. Eine der vielen Schriften Liguoris, die Herrlichkeit Marias, bezweckte hauptsächlich die Verbreitung und Verteidigung des Lehrsatzes, dass alle göttliche Gnade nur durch Maria ausgeteilt werde. Ah ja, alle göttliche Gnade wird nur durch Maria ausgeteilt, so dass kein Mensch anders als durch ihre Vermittlung die Seligkeit zu erlangen vermag, auch keinen Zutritt zur Gnade Christi hat, anders als allein durch ihre Mittlerschaft. Dieser Satz ist so wichtig, den muss ich einfach mal anstreichen. Nehmen wir aber eine andere Farbe, um das mal ein bisschen abzuheben. Orange oder sowas. Das ist doch unglaublich, wie wir in diesem einen Satz die Herrlichkeit der Maria bereits gegen die Bibel eingehen, ja, die Verherrlichung einer Toten, dass alle göttliche Gnade nur durch Maria ausgeteilt werde, so dass kein Mensch anders als durch ihre Vermittlung die Seligkeit zu erlangen vermag. In der Bibel steht deutlich drin, wir haben einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus. Ja? Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es steht nirgendwo in der Bibel auch nur eine einzige Zeile geschrieben, dass ich Zutritt zu Christi Gnade nur durch jemand anders, also zum Beispiel hier Maria oder wen auch immer, erlange. Es ist absolut unbiblisch. Und das ist der Grund, meine lieben Brüder und Schwestern, weshalb ich diese Dinge hier lese. Gerade diejenigen, die noch unreformiert sind unter euch, die dieses schauen, denen muss doch auf der Stelle deutlich werden, dass drei Dinge in diesem kleinen Satz absolut konträr sind gegenüber dem, was in der Bibel gelehrt wird. Und dann muss ich mir doch nur die Frage stellen, ja, wem glaube ich denn? Wem will ich denn folgen? Will ich dem Papst in Rom folgen, der ein sündiger Mensch ist, genau wie ich? Oder will ich dem Gott folgen, der mich geschaffen hat? Und die Erde und die Meere und alles, was darin ist. Wem will ich folgen? In diesem einen Satz sind drei
ich habe jetzt gar nicht gezählt, ich glaube 3, absolut der Bibel gegenüberstehende Aussagen drin enthalten. Maria ist keine Co-Redemptrix, wie man im Englischen so schön sagt, also mit Erlöserin. Sie ist auch keine Vermittlerin. Sie ist auch nicht nötig, um zu Jesus Christus zu kommen. Jesus Christus hat gesagt, ihr, die ihr mühselig beladen seid, kommt zu mir. Ich werde niemanden, der mich braucht, in keiner Weise ausstoßen. Jeden, den der Vater zu mir schickt, den werde ich empfangen. Klopft und so wird euch aufgetan. Und so weiter und so weiter. Da könnte ich ja stundenlang wahrscheinlich irgendwelche Bibelzitate rausholen, die ich gar nicht alle kenne, weil ich die Bibel noch nicht 100% gelesen habe. Aber ihr versteht doch wohl die Aussage, die ich hier mache. Jesus Christus und das Wort Gottes, er ist das Wort Gottes, by the way, lehren 180 Grad umgekehrt von dem, was hier in diesem einen Satz steht über den Liguori. Ja? Und das kann ich doch nur meinen Brüdern und Schwestern mitteilen und meinen Brüdern im Geiste, die noch in der römisch-katholischen Kirche oder in einer anderen betrogenen Kirche oder in einem anderen betrogenen System gefangen sind, denen kann ich das doch nur sagen aus Liebe, um sie da rauszuholen. Wisst ihr, wenn ich errettet bin und ich habe die Gnade von Jesus Christus bekommen und ich gebe das nicht weiter, was bin ich denn damit? Diese Arbeit, die ich hier mache, das sind die Früchte meiner Errettung. Wenn ich nur gerettet bin für mich selber, ist das ja nutzlos. Ich muss doch dafür sorgen, dass ich andere Leute informiere über was die Wahrheit ist, was das Evangelium ist, was Jesus Christus ist, wofür er steht, was er sagt, was er lehrt. Und hier in diesem Buch haben wir gerade in einem Satz 3 Dinge absolut konträr der Lehre unseres Herrn. Die Herrlichkeit Marias, es gibt keine Herrlichkeit Marias. Entschuldige bitte, Maria war eine tolle Frau, will ich gar nicht abstreiten. Und sie war das Schiff, das Jesus Christus geboren hat in diese Welt, aber sie ist nicht die Mutter Gottes, sie ist die Mutter des Menschen Jesus Christus, nicht des Gottes Jesus Christus, des Menschen, ja. Die Herrlichkeit Marias, so lautet ein Werk von Liguori. Das bezweckte hauptsächlich die Verbreitung und Verteidigung des Lehrsatzes eines Menschen, bitteschön, hier, eines Menschen, dass alle göttliche Gnade nur durch Maria ausgeteilt werde. Das steht so nicht in der Bibel. So dass kein Mensch anders als nur durch ihre Vermittlung die Seligkeit erlangen vermag. Auch keinen Zutritt zur Gnade Christi anders als durch ihre Mittlerschaft. Also 5 Punkte haben wir hier, die in einem Satz 180 Grad anders das lehren, als das, was in der Bibel steht. Ihr könnt das hier ja gerne glauben. Ihr könnt ja gerne zu Maria gehen und da probieren, selig zu werden. Nur werdet ihr da keine Erlösung finden. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Ihr könnt es gerne probieren, ihr müsst mir nicht glauben. Glaubt mir nicht, geht euren Weg, bitteschön. Es sind Milliarden vor euch den Weg gegangen und es werden Milliarden nach euch den Weg gehen. Die Frage ist, wollt ihr ihren Weg gehen oder wollt ihr lieber den schmalen Pfad gehen? Der schmale Pfad, der zur Erlösung führt und den beinahe niemand bewandelt. Nicht, weil er schwer zu finden ist, nur weil die Menschen meinen, dass sie etwas aufgeben müssten, um ihn zu bewandeln. Also, Mittlerschaft der heiligen Maria. Weitere Mittlerschaften nehmen dann noch für sich in Anspruch die große Zahl der Schutzpatrone und Heiligen. Nicht zuletzt die Geistlichkeit selbst. Das ist ein weiterer Punkt, auch wieder absolut konträr der Lehre der Bibel. Ja? Die Heiligen in der römisch-katholischen Kirche, um das ein für alle Mal für alle deutlich hier klarzustellen, die Heiligen in der römisch-katholischen Kirche, und ich spreche jetzt nicht von den Heiligen, die in den letzten Jahrhunderten gemacht wurden, sondern ich spreche von den Heiligen, die nach 321, als Konstantin damals das Heidentum sozusagen christianisiert hat, also dem heidnischen Rom den christlichen Mantel übergestülpt hat, die Heiligen, die sie damals in die Kirche mit aufgenommen haben, waren alle die heidnischen Götter in Rom. Und diesen Göttern hat man jetzt auf einmal Namen von, zwischen Anführungszeichen, christlichen Heiligen gegeben. Ja? So zum Beispiel wurde Petrus, der Apostel,
gebraucht oder missbraucht, um die Figur des Jupiter aus dem römischen Pantheon in den St. Petersdom rüberzubringen. Und dort wurde sein Name von Jupiter auf St. Peter umgetauft. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist die Himmelskönigin, die unter dem Namen Aphrodite und Diana und was weiß ich nicht überall bereits rumschwirrte in den heidnischen Religionen. Ja, die wurde dann eben einfach übernommen als die Mutter Maria. So dass die ganzen Heiden bei dem Einströmen in diese neue römisch-katholische Kirche ihre Heiligen mitnehmen konnten und erkannten, nur haben sie einen anderen Namen gegeben, denen ist es doch egal, wie die heißen. Das war ihnen egal, dass sie in Persien anders hießen als in Babylon, es war ihnen egal, dass sie in Griechenland anders hießen als in Medo-Persien und es war ihnen egal, dass sie in Rom anders hießen als in Griechenland. Ja? Aber es sind immer dieselben Personen, die sich dahinter verbinden oder dieselben Idole, ja? Dieselben Abgötter, falsche Götter, die sich dahinter verbinden, hinter diesen Heiligen. Und die ganzen Heiligen in der römisch-katholischen Kirche sind nur die alten Götter, plus die ganzen, die sie natürlich beigemacht haben. Weil die römisch-katholische Kirche kann ja, wenn die Leute tot sind, jemanden in den, wie auch den Liguori, selig erklären und heilig erklären, den Heiligenstatus versetzen. In der römisch-katholischen Kirche geht das. In der christlichen Kirche sind die Heiligen in der Bibel sind diejenigen genannt, die Jesus Christus folgen. Seine Braut hier auf Erden, die seinen Körper hier auf Erden ausmachen, das sind die Heiligen in der Bibel. Und das sind die Lebenden, weil der Gott der Bibel ist ein lebender und kein toter Gott. In der römisch-katholischen Kirche muss man erstmal tot sein, um heilig zu werden, weil es die Kirche des toten Gottes oder des toten Gottes ist. Das ist Satan. Satan ist der Gott des Todes. Er hat nämlich den Tod in die Welt gebracht. Durch Eva und dann Adam verführt zu haben. Der Tod kam in die Welt durch den Menschen, weil der Mensch Gott nicht mehr gehorcht hat. Und der Gott des Todes ist derjenige, der als erster zum Tode verurteilt wurde, nämlich Luzifer mit seiner Rebellion im Himmel. Im Himmel wurde gegen ihn gekämpft, er und seine Engel wurden aus dem Himmel rausgeworfen auf die Erde, und verdammt, und das Urteil wurde über sie gefällt, dass sie ewig am Tag des Gerichts in der Hölle brennen sollen. Für den Menschen wurden die Hölle nicht gemacht. Die Hölle wurde für den Teufel gemacht und seine gefallenen Engel. Und da er der Erste zum Tode verurteilt war, ist er der Gott des Todes. Und Jesus Christus ist der Gott des der Lebenden. Und welchen wählt ihr? Wählt ihr den Gott des Todes oder wählt ihr den Gott des Lebenden? Also ich wähle das Leben und nicht den Tod. Dafür lebe ich viel zu gerne. Nicht unbedingt in diesem Antichristensystem, aber geistig. Oh ja, geistig möchte ich nicht sterben. Da möchte ich gerne leben. Ich komme nicht wirklich weit in diesem Buch, ne? Gerade mal 3 Seiten jetzt, noch nicht mal ganz. Naja, im Spanien des Mittelalters, fährt der Autor fort, wurden sogar entsagungsvolle Gläubige unter die Heiligen der römischen Kirche aufgenommen, also sie wurden kanonisiert, deren Verdienst darin bestand, sich nie gewaschen zu haben. Kann man nachlesen in Max von Böhm. Nun nicht etwa wegen der Unsauberkeit wegen, nein, es geht hier um Moraltheologie, passt auf, sondern weil sie es nicht über sich zu bringen vermochten, sich selbst nackt zu sehen. Ein Fall, über den auch die Moraltheologen des Langen und Breiten diskutieren, als Berührungen und so weiter. Also nicht Christus, sondern allein Maria hat die Pforten zum Himmelreich inne. Das Dogma der absoluten Unentbehrlichkeit der Gnadenhilfe der Madonna. Es ist schwer durch Christus, aber leicht durch Maria selig zu werden. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Und dieser Satz bestärkt mich noch einmal darin, dass ich wirklich gerne das Buch mal lesen möchte,
Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of All. Da geht es um diese Himmelskönigin, die hier als Maria oder Fatima, was auch immer, verehrt wird und wie sie eine Rolle spielt in der Verwirklichung der neuen Weltordnung, um das alles zusammenzubringen. Und ihre Erscheinungen auf dieser Welt, welche Art die auch immer sind, es sind alles Erscheinungen des Satan. Ja? Auf vielfache Anregungen in dieser Richtung hin begann der heilige Liguori schon bei Zeiten angebliche Tatsachen und Belege in großer Zahl und vielfach von der unglaublichsten, widersinnigsten und fabelhaftesten Art zu sammeln, des Nachweises wegen, dass Maria die wirkliche, einzige und wahrhaftige Himmelskönigin sei. Na, wie gesagt, das Buch möchte ich gerne mal lesen, und zwar nicht nur in Englisch, sondern ich hoffe, dass einer meiner deutschen Brüder, die sehr gut im Übersetzen sind, sich dazu bereit erklärt, dieses Buch Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of All zu übersetzen, dass ich es in Deutsch lesen kann. Nochmal, es ist unglaublich wichtig, dass wir diesen Satz hier gut verstehen. Dann verstehen wir eben auch, welches Geisteskind Liguori und der anderen sind. Auf vielfache Anregungen in dieser Richtung, ja, weil es eben schwer ist, durch Christus, aber leicht durch Maria selig zu werden, begann der heilige Liguori schon bei Zeiten, angebliche Tatsachen und Belege in großer Zahl und vielfach von der unglaublichsten, widersinnigsten und fabelhaftesten Art zu sammeln, des Nachweises wegen, dass Maria die wirkliche, einzige und wahrhaftige Himmelskönigin sei. Übertriebenheiten, Überschwänglichkeiten, alberne Fabeln und Unmöglichkeiten enthält dieses Sammelwerk des Heiligen, Bischofs und Kirchenlehrers. Es erschien später im Druck und ist diesem die Marianisierung des heutigen Andachtslebens und Kultwesens in der römisch-katholischen Kirche hauptsächlich zu danken. Liguoris Schriften richten sich zum anderen Teil gegen die Ketzer oder die Ungläubigen. Auch insbesondere gegen die Gelehrten der damaligen Zeit, zum Beispiel Leibniz und andere, wobei hin wiederum als Hauptbeweise allerhand Wunder vorgebracht werden, so zum Beispiel eine stattgehabte Wiederauffindung geraubter Hostien, was als ein untrügliches Zeichen der göttlichen Gnade gelten muss. Wenn es um den wirklichen Gott geht, dann nicht, weil eine Hostie ist ja lediglich das Brot, in das Jesus Christus mit der Transsubstantiation verwandelt wird, was die römisch-katholische Kirche während ihrer Messe gebraucht. Und die Messe ist nichts anderes als ein Opferritual, um Jesus Christus wieder und wieder zu opfern. Also auch hier wissen wir direkt, welcher Gott dahinter steckt. Im Jahre 1777 erschien Liguoris Regentenspiegel, wobei als ein treffendes Beispiel für das rechte Verhalten eines katholischen Königs die Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. Genannt wird. Zufolge dessen die Rechte der Hugenotten in Frankreich wieder aufgehoben wurden. Da habe ich euch ja bereits mehrere Male in mehreren Videos von erzählt. Ja? Und in diesem Regentenspiegel wird als treffendes Beispiel für das rechte Verhalten, also das aufrechte, das korrekte Verhalten, König Louis oder Ludwig XIV. In Frankreich genannt, der durch den Einfluss seines jesuitischen Beichtvaters, und es geht hier bei Liguori um die Ohrenbeichte, das Buch wird noch sehr spannend, es geht um die Ohrenbeichte, der Ludwig XIV., der aufgrund seines Beichtvaters, eines des Jesuiten Lachaise, dazu gebracht wurde, das Edikt von Nantes von Henry IV., also dem französischen König Heinrich IV., vom Ende des 16. Jahrhunderts wieder aufzuheben und damit die Verfolgung der Hugenotten wieder aufzunehmen. Ja? Der Autor sagt hier, in der Bartholomäusnacht am 24. Juli 1572 wurden 30.000 Hugenotten ermordet. Das mag für die eine Nacht stimmen, das sind aber sehr gering geschätzte Zahlen. Es gibt Zahlen für die eine Nacht, die um die 70.000 gehen und es sind weit über 100.000, die in den darauf folgenden Wochen ermordet wurden. Und über die St. Bartholomäusnacht könnt ihr euch selber informieren, da habe ich schon an verschiedenen Stellen drüber gesprochen und da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
Unter den Deutschen, welche die Ideen Liguoris aufgegriffen und zu der ihren machten, ist an erster Stelle zu nennen Clemens Maria Hofbauer, der Vater des österreichischen und deutschen Zweigs des Redemptoristenordens. Also, wir erinnern uns, der Redemptoristenorden, hier CSSR, wie hier in dem Buch, ja, sein eigener Orden, den er aufgerichtet hat, und dieser Hofbauer hat die Ideen von Liguori weiter aufgegriffen. Dass das auf die Herstellung einer von Rom unabhängigen deutschen Nationalkirche in Wien gerichtete Streben eines Wessenberg und seiner Freunde vereitelt wurde, ist nicht zum geringen Teil auf die Gegenwirkung Hofbauers zurückzuführen, als eines Mittelpunkts der damaligen Bestrebungen der vollständigen Wiederherstellung der römischen Macht über den Staat 1813. Dadurch wurde das Ansehen des Ordens zufolge der den romfreien Ansätzen beigebrachten Niederlage sehr gefördert. Und der Orden breitete sich in Österreich zumal immer weiter aus. Der Orden von Liguori, Redemptoristenorden. Auch einige Häuser für Redemptoristen wurden gegründet, mit sehr strenger Disziplin und Askese, darunter regelmäßigen Geißelungen bis aufs Blut. Hierbei besteht mit dem Jesuitenorden in allen wesentlichen Punkten eine so große Übereinstimmung, dass man auch von dem Erlöserorden, also Redemptoristenorden, als eine Abart des Ersteren sprechen kann. Wie hier, wie dort herrscht auf jeden Fall der gleiche Geist, wie schon nachgewiesen. Das sehen wir ja, wenn wir das Buch lesen. Wir fangen ja hier am Ende an und wir werden das später auch noch lesen. Aber das ist genau das, was ich euch gesagt habe. Der Liguori war dann selbst kein Jesuit, aber er und sein Orden sind besessen von demselben Geist. Diese Übereinstimmung bezieht sich vornehmlich auf die Ausrottung der Ketzerei, ja, also Vernichten des Protestantismus. Wenn sich die Redemptoristen auch mehr auf die Missionstätigkeit verlegen, der Jesuitenorden indes als Lehrorden auf das gleiche Ziel in vornehmer Haltung und mit den Mitteln der Gelehrsamkeit hinarbeitet. Tja, und damit sind wir inzwischen fast an der Stunde angekommen. Lesen wir noch eben kurz fort. Eine Sammelstelle von Irrtümern und Lügen. Um aber auch die Kritik von katholischer Seite an dem Werke, den Schriften und der Bedeutung des heiligen Liguori zu Wort kommen zu lassen, so sei hier ein Urteil darüber von einem der erfolgreichsten Vorkämpfer des Katholizismus der jüngsten Zeit, Ignatius von Döllinger, angeführt, des namhaftesten Gegners des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes. Döllinger, von dem ich hier, glaube ich, auch einen Link habe, können wir uns mal eben anschauen. Deswegen habe ich das ja hier mit reingemacht. Aber ich hatte das schon gestoppt hier, Firefox, dann machen wir nochmal neu. Gehen wir mal in den Döllinger rein. Der Döllinger ist der Errichter der altkatholischen Kirche in Deutschland. Er war auf dem Konzil 1870 von Papst Pius IX. Damit bei, Ignaz von Döllinger, als da der Papst unfehlbar erklärt wurde, ja, auf dem Ersten Vatikanischen Konzil, hier, vor und während des Ersten Vatikanum, also 1870, war Döllinger einer der katholischen Hauptgegner und schärfsten deutschsprachigen Agitatoren gegen die von Pius IX. Durchgesetzten Papstdogmen, also die Unfehlbarkeit des Papstes. Ja. Und er setzte sich auch ein für die Trennung von Staat und Kirche. Also Ignaz von Döllinger war ein, ich möchte mal sagen, protestantischer Katholik und ein Kirchenhistoriker. Also ist schon mal interessant, sich mit dem auseinanderzusetzen. Es gibt ja ein paar Werke, die er geschrieben hat. Die Papstfabeln des Mittelalters, Kirche und Kirchen, Papsttum und Kirchenstaat, Christentum und Kirche. Also es gibt ganz interessante Werke, die der gemacht hat. Kann man sich ja gerne mal anschauen. Und wie gesagt, den Link, den ich hier mit reingemacht habe, ist dafür da, dass ihr euch darüber selber ein wenig informiert. Was sagt jetzt dieser Ignaz von Döllinger, also wir lesen hier in dem nächsten Satz jetzt, über den Eindruck, welchen die von Papst Pius IX. Vollzogene Beförderung Liguoris zum Kirchenlehrer auf die wissenschaftlichen Kreise übte, sagt Döllinger. Und jetzt kommt ein sehr interessantes Zitat. Übrigens, ich habe hier von dem Liguori noch ein anderes Bild. Das ist also der Umschlag des Buches, das wir jetzt gerade lesen hier.
zu den letzten paar Minuten nochmal rein. Papst Pius IX. befördert Liguori zum Doctor Ecclesia, wie wir ganz am Anfang bereits gelesen hatten, auf dem ersten Vatikanischen Konzil von 1870. Dazu sagt Döllinger folgendes, Zitat: Diese Beförderung ist das Ungeheuerlichste, was je auf dem Gebiete der theologischen Lehre vorgekommen ist. Mir ist in der ganzen Kirchengeschichte kein Beispiel einer so furchtbaren, einer so verderblichen Verwirrung bekannt, wie diese Beförderung zum Doctor Ecclesia. Des Mannes, dessen falsche Moral, dessen verkehrter Marienkult, dessen beständiger Gebrauch der krausesten Fabeln und Fälschungen seine Schriften zu einem Magazin von Irrtümern und Lügen macht. Ende Zitat. Ignaz von Döllinger. Und was er hier sagt, behaltet diese Aussage sicher in eurem Kopf. Was er hier sagt, müsst ihr euch dann wieder hervorrufen, wenn wir das Buch von vorne lesen und wenn wir die Moraltheologie des Alfonso Liguori uns durchlesen. Ein weiteres sachliches Urteil lautet: Die Schriften des Liguori stellen von Anfang bis zum Ende das sonderbarste Gemisch von Naivität, Leichtgläubigkeit und wissenschaftlicher Unwissenheit dar, die aber trotzdem in allen Stücken mehr als die bloße Billigung Roms gefunden haben. Sie werden angelegentlichst empfohlen. Die Schriften zeugen nach Form und Inhalt von höchst flüchtiger Abfassung. Sie enthalten eine Unmenge falscher Zitate aus Kirchenbüchern und so weiter, deren seiner Askese, Selbstverleugnung und seinem äußerlichen Wandel übermäßig strenge, zwischen Anführungszeichen heilige, gestattet sich als Schriftsteller unglaubliche Proben von Gewissenlosigkeit. An ein bewusst fälschendes Verfahren ist dabei vielleicht weniger zu denken, als an eine weitgehende Leichtfertigkeit im Hinnehmen von Erzählungen, Legenden und überlieferter Irrtümer und an einem geradezu blinden Aberglauben, besonders in Dingen der Marienverehrung. Blinder Aberglaube oder blinder Gehorsam? Perende a cadaver, der Gehorsam eines Jesuiten. Blinder Aberglaube in der Marienverehrung, ein Resultat der geistigen Übung. Ja? Möchten diese am allerwenigsten von einem Hasse oder gar einer bewussten Herausforderung diktierten Beurteilungen, dass ihre beitragen, weitere Kreise aufmerksam zu lassen. So, und hier sind wir ziemlich am Ende dieses Nachtrags. Jetzt kommt hier ein wunderbares Zitat aus der Bibel, wo hier in dem Zitat das Wort Judengenossen steht, wo wir normalerweise das Wort Proselyten lesen, ja, in der Schlachterbibel. Und ich möchte mit dieser Lesung eben abschließen, weil wir werden nächstes Mal auch noch so viel grausame Dinge lesen über diese Moraltheologie, dass es nicht verkehrt ist, mit dem Wort Gottes hier abzuschließen. Also sprach Christus zu dem Volke und zu seinen Jüngern über die Schriftgelehrten und Pharisäer in Matthäus Kapitel 23, Verse 1 bis 15. Ich werde das jetzt aber aus der Schlachterbibel vorlesen, deswegen habe ich das hier rauskopiert, weil das andere ist nicht die Schlachterbibel, dies hier ist die Schlachterbibel. Und damit werden wir die heutige erste Lesung über die Auszüge der Moraltheologie des Dr. Alfons Maria von Liguori beenden. Strafrede von Jesus Christus gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und die modernen Schriftgelehrten und Pharisäer sind natürlich die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Das dürfte wohl deutlich sein. Und die Jesuiten, die das ganze Ausbildungssystem in Händen haben und, und. Aber lassen wir die Bibel sprechen. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern,
aber sie wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. Und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi, also Vater, Vater genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selber geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet, darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Zweimal mehr, als ihr es seid. Ende des Bibelzitats. Matthäus, Kapitel 23. Um das besser zu verstehen und auch diesen Lesungen besser folgen zu können, lest eure Bibel. Maranatha.